Ich lese jetzt aus meinem Buch vor, Lehrer, Traumberuf oder Horrorjob. Ich lese zunächst aus dem 7. Teil vor, das Kapitel heißt Zwischen Horror und Traum aus den Klassenzimmern der Republik. Der Unterricht hat begonnen. Die Schüler sollen beginnen, eine Aufgabe zu bearbeiten. Klaus denkt gar nicht daran, irgendwo mit zu beginnen. Klaus, holen Sie bitte Ihr Buch raus. Ist ja schon gut. Nein, ist nicht gut. Die anderen haben längst begonnen und Sie, ja, 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 nicht ja, ja, ja. Holen Sie jetzt endlich Ihr Buch und Ihr Heft raus und schlagen Sie das Buch auf. Sie wollen mir eine 4 haben und schaffen es nicht mal Ihr, ja, ja, ja. Ist ja schon gut, Sie müssen ja nicht gleich weinen. Pause. Habe ich richtig gehört? Ja. So unverschämt, wie er mich anguckt, hat er genau das gesagt, was ich gehört habe. Dazu fällt mir nur ein, raus! Es ist nicht wirklich so, dass ich in dieser Stunde rumgebrüllt hätte. Es ist bloß ein einziger Schrei, den ich ausgestoßen habe. Ein Schrei, der dem Schüler seine Grenzen aufzeigen soll. Ein Schrei, der mir fast die Stimmbänder zerreißt. Ein Schrei, mit dem ich nichts erreiche. Ein Schrei, der Sinnbild meiner Verzweiflung in diesem Moment ist. Ein sinnloser Schrei. Und über diese Sinnlosigkeit werde ich noch lange nachdenken. Der Schüler bleibt ruhig und sagt, okay, und tragen Sie mich als krank ein. Ich muss jetzt zum Arzt. Von Ihrem Gebrüll habe ich einen Tinnitus bekommen. Aber es gibt auch Situationen, in denen der Beruf richtig Spaß bringt. Auch da lese ich meine Szene vor. Wolf ist zurückgetreten. Ich bereite eine Folie vor mit Aussagen von Wolf. Die Schüler, die nicht wissen, von wem die Aussagen sind, sollen Vermutungen äußern. Anschließend wird diskutiert, dann werden Leserbriefe aus der Süddeutschen Zeitung miteinander verglichen. Es ist Freitag, 7. und 8. Stunde. Aber alle machen mit. Alle sind interessiert. Am Ende der Stunde habe ich ausnahmsweise den Eindruck, die Schüler fanden richtig gut, was ich mir ausgedacht habe. Eine Woche später sagt ein Schüler zu mir, dass er jetzt endlich verstanden habe, worum es gehe. So oft geschieht es nicht, mir jedenfalls nicht, dass man den Eindruck hat, dass die Schüler erstens wirklich etwas gelernt und zweitens Spaß am Unterricht gehabt haben und drittens in einem Feedback, zu dem sie nicht gezwungen worden sind, den Eindruck bestätigen. Wenn es mal so ist, fühlt man sich ungefähr so, wie Thomas Müller sich gefühlt haben muss, als er in der 83. Minute im Champions-League-Finale 2012 im heimischen Stadion das 1-0 gegen Chelsea schoss und dachte, das war das Siegtor. So, ich lese euch jetzt noch eine Szene aus dem Buch Lehrer, Traumberuf oder Horrorjob vor. In dieser Szene geht es, also in diesem Kapitel geht es um Lehrer, die mich selbst entweder beeinflusst haben oder die ich als Schüler selbst abstoßend fand. Jetzt geht es aber um einen Lehrer, dem ich, denke ich, im Rückblick gesehen viel zu verdanken habe. Abschließend möchte ich diesen Gute-Lehrer-Schlechte-Lehrer-Lehrer-Reigen mit meinen ständigen Begleiter durch meine gymnasiale Zeit, mit einem wahren Lehrer-Unikat. Schillernder konnte eine Lehrerpersönlichkeit nicht sein. Dass dieser Mann Charisma hatte, wäre eine kolossale Untertreibung. Das Problem, wie sich Charisma steigern lässt, weiß ich nicht. Er war unglaublich groß, beziehungsweise hoch, gute 2 Meter. Das fanden wir, als wir in die 5. Klasse kamen und er uns in Bio und Sport unterrichtete. Und das fanden wir, als wir längst ausgewachsen waren und er einen Bio-Grundkurs übernahm, noch immer. Der Unterricht an sich war mit Sicherheit nicht bemerkenswert. In Sport hat er uns einfach zu oft einen Ball gereicht und uns zum Fußballspielen verdonnert. In Bio haben wir oft nicht verstanden, wenn er etwas erklärte. Und er war, auf liebenswürdige Weise, ungerecht. Wenn man im einzigen Test, den er schreiben ließ, eine 1 geschrieben hatte, dann bekam man selbst dann eine 1 im Zeugnis, wenn man sich mündlich nie beteiligte. Heftführung interessierte ihn nicht. Hauptsache, wir konnten selbst lesen, was wir geschrieben haben. Das sagte er uns schon in der 5. Klasse. Natürlich war ihm die Heftführung auch deshalb egal, weil er so um das Hefteeinsammeln herumkam. Er machte kuriose Sachen. Zum Beispiel legte er während einer Klausur seine Brille auf den Tisch und sagte, dass wir uns dadurch ja wohl gut beobachtet fühlen würden. Dann verließ er den Raum und kam einige Zeit lang nicht wieder. Unvergessen ist für mich auch der Tag, an dem wir einen Kurssprecher wählen sollten. Auch während der Wahl ist er weggegangen und sehr lange weggeblieben. Als er wiederkam, teilten wir ihm das Ergebnis mit. Wir hatten ihn zum Kurssprecher gewählt. Einen Tag später erzählte er uns, dass er das seinem Sohn erzählt habe und der habe geantwortet, du Papa, die wollten dich verarschen. Er war ein Mensch. Er brüllte uns oft an, dann schnaubte er richtig. Aber man hatte nie den Eindruck, dass er richtig böse auf uns war. Selbst als ich mal während des Sexualkundeunterrichts rausgeflogen war, hatte ich nicht den Eindruck, dass er mir Böses wollte. Ein anderes Mal
Wir waren im Harz, schnauzte er uns an, wir benähmen uns wie die Hauptschüler. Er kam eben aus einer anderen Lehrergeneration. Und er würde uns nun doch nicht, wie versprochen, ins Café einladen. Ein Tag später sagte er habe mit seiner Frau telefoniert und die meinte, er solle uns verzeihen. Also gingen wir doch mit ihm ins Café. Er verzieh immer. Ich war mit ihm übrigens 4-mal im Harz. 2-mal als junger Schüler auf den Skilandesmeisterschaften und 2-mal als älterer Schüler als Betreuer und Skilehrer. Es entwickelte sich wohl auch dadurch ein väterliches Verhältnis. Ich war so eine Art Lieblingsschüler und das Wunderbare ist, es wird Dutzende Schüler geben, die mit demselben Recht Ähnliches behaupten. Ich war 19, als ich zum letzten Mal in den Genuss einer seiner chaotischen Unterrichtsstunden kam. Er hatte mich heranwachsen sehen. Als er mich kennengelernt hatte, war ich gerade 11 geworden. Auf dem 10-jährigen Abi-Jubiläum im Jahr 2002 sah ich ihn zum letzten Mal. Er nahm mich zur Seite und erzählte mir, dass er Krebs habe. Auf seiner Beerdigung waren viele Lehrer, was nichts Besonderes ist. Aber es waren auch viele Ex-Schüler da. Und das ist etwas Besonderes. Ich brülle oft Schüler an. Und ich verzeihe ihnen. Immer. Heftführung ist mir vollkommen Schnuppe. Ich erzähle oft von meinen Kindern. Und von meiner Frau. Warum mache ich das bloß alles? Gut, ich lese jetzt aus meinem Roman Klassenkampf vor. In diesem Roman geht es um einen Lehrer, der Schwierigkeiten hat. Ich lese den Prolog. Ich wache auf und schaue auf die Leuchtziffer meiner Uhr. Es ist 8. Ich lächle, denn ich habe tatsächlich 9 Stunden durchgeschlafen. Ich bin also nicht mitten in der Nacht wach geworden und konnte stundenlang nicht mehr einschlafen. Ich bin nicht nachts durch die Wohnung gelaufen. Ich habe nicht von Frau Krach oder meinem Direktor oder, was noch schlimmer gewesen wäre, von Alex, Olaf und Jörg geträumt. Ich habe gar nicht geträumt. Ich stehe auf und gehe ins Bad. Während ich auf dem Klo sitze, überlege ich, ob ich meinen Plan nicht doch ändern soll. Ich lache auf. Nein. Warum geht es mir denn plötzlich so gut? Die Antwort ist einfach. Weil ich beschlossen habe, die Sache zu beenden. Und das werde ich tun und niemand, weder Frau Krach noch der Direktor, werden mich davon abhalten können. Ich lasse mich unter der Dusche wie immer mit lauwarmem Wasser berieseln und reibe meinen Körper mit Duschöl ein. Dann drehe ich den Hahn auf kalt. Ja, das tut gut. Warum habe ich früher eigentlich nie kalt geduscht? Während ich mich abtrockne, schaue ich in den Spiegel und wen sehe ich da? Ich sehe einen Menschen, der weiß, was er tut. Zur Feier des Tages mache ich mir Rührei aus 6 Eiern. Statt Kakao gibt es heute Trinkschokolade und auf die Brötchen schmiere ich eine extra Schicht Nutella. Mama und Papa können ja nichts mehr dagegen sagen, von wegen ich esse zu viel und solle abnehmen und was die anderen überhaupt dächten und warum ich nicht einfach ein wenig Sport machen könne wie meine Geschwister. Nach dem Frühstück gehe ich nochmal durch mein Haus. Ich beginne im Wohnzimmer, das auch mein Arbeitszimmer ist. Hier habe ich den Unterricht vorbereitet, für den sich die Schüler nie interessiert haben. Im Keller hängen noch die selbstgezeichneten Porträts. Alex habe ich gut getroffen. Jetzt hat er ein Loch in der Stirn, direkt oberhalb der Nase. Ich hatte ein wenig höher gezielt, aber trotzdem nicht schlecht für den ersten Schuss. Im Schlafzimmer beende ich meinen Rundgang. Auf dem Nachttisch liegen mehrere Karl-May-Bände. Ja. Sich über mich lustig machen, weil ich Karl-May lese, aber abends nichts Besseres zu tun haben, als Wer wird Millionär gucken und denken, dass David Foster Wallace Krimis geschrieben hat. So sind meine Kollegen. Nicht alle, aber viel zu viele. Es ist 9:30. Die 5. Stunde beginnt 11:40. In dem Tempo, in dem ich momentan Auto fahre, brauche ich 15 statt 20 Minuten. Ich werde also 11:55 hier losfahren. Meine Tasche ist gepackt. Heute sind keine Schulbücher in der Tasche. Die Schüler werden sich wundern, wenn ich ihnen zeige, was ich mitgenommen habe. Und sie sollen sich auch wundern.